Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Bin immer noch auf Bohol. Keine Minute gepennt, 6 Uhr morgens. Boah, ich sag's euch. Aber warum? Warum nicht gepennt? Keine Ahnung. Hab ja Schlafprobleme. Zu Hause läuft es halt am besten. Ich habe auch nichts getrunken gestern. Ja, machen jetzt eine private Bootstour. Warum privat? Weil wir keinen anderen auf dem Boot haben wollen. Nein, wir wollen die Route genauso haben, wie wir es wollen. Und wollen nicht von anderen abhängig sein, wenn wir irgendeinen Platz finden, wo wir denken, hey, hier ist geil, dann bleiben wir auch dort. Kann ich jedem empfehlen, der auch in Thailand oder allgemein auf den Philippinen Touren macht. Einfach privat machen, ein bisschen mehr zahlen. Und ja, dann seid ihr von niemandem abhängig. Seid nur ihr und der Bootsfahrer. Das war's dann. Wenn er kommt, sagt mein Kumpel gerade. Wir haben gestern eine Anzahlung gemacht. Sind jetzt ein bisschen zu spät, aber das wird noch langen. So, das ist unser Highspeed-Boot. So, wir sind jetzt mitten auf dem Meer, sind überall Delfine, aber ja, mal schauen, ob ich das auf Kamera festhalten kann. Hier ist Mr. Van Goggles. Ich schau mal, vielleicht erwische ich ein paar auf Kamera, ein paar Delfine. Ich hoffe, man sieht sie. Ganzer Rudel. Wirklich eine mini kleine Insel, aber hier leben auch ein paar Leute, die leben aber nur vom Tourismus. Wir haben jetzt gerade so eine Mini-Tour gemacht, wo wir noch so riesen Wasserschildkröten gesehen haben, voll viele Fische. Hier gibt es auch keinen dauerhaften Strom. Ich glaube 12 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geht ja gar nichts mehr auf dieser Insel. Balikasaka ist die Insel. Ein Kumpel meinte hier, wir hätten eine neue Marktlücke. Ich mache hier einen Personal Trainer, einen Ernährungscoach. Irgendwie bekommen die es, glaube ich, nicht so hin. Ja, aber die Ernährung ist hier halt, kann man nicht mit Thailand vergleichen. Die haben ja keine eigene Esskultur und es ist halt viel Frittiertes, viel Fettiges. Da ist schon der Knackpunkt bei den meisten. Geht's zurück, der Gockel will heim. Das ist jetzt Virgin Island. Das ist hier eine ganz, ganz kleine Insel. War bestimmt mal größer, aber ist nicht mehr viel davon übrig geblieben. Hier wird alles angeboten, die grillen sogar hier im Wasser. Und mein Gockel höre ich auch schon. Krass. Ah, deine Bootsmänner gefällt mein Gockel. Thank you. 100. 100. Oh. Gleich weg, gleich weg. 100 Peso for one necklace. Oh, thank you. What do you like here? I don't have girlfriend.
No girlfriend. No girlfriend. Ja, wir verstehen uns. Gleich wieder die Kokosnuss geordert. Haben uns hier gerade noch ein paar Bananen reingezogen. Richtig geil hier, also top. Seht, da ist auch schon einiges los hier. Massentourismus ruft. Zeig mal. Und, geht was raus? Ja, jo, korrekt. Das ist das, was wir kennen von Deutschland. Ja, ja, ja. Das soll der Löffel sein? Ja. Hey, make video. Das ist la Cuchara. Ja, Cuchara. Cuchara. Das ist Löffel auf Tagalog, aber in Spanisch sind viele Wörter gleich. Bisaya also. Bisaya also. Cuchara. Tinidor. Okay. Cucharita. Cucharita, kleiner Löffel. Platito. Amigo tip-top. Guapo. Guapo, das nenne ich einen Service. Da lässt uns direkt vor der Haustür ab. Das heißt, wir wohnen hier direkt bei Alona Vida Beach. Genau. Hier. Da, wo diese vier rote Schirme sind. Zack, eben das Wort nicht eingefallen. Hier wohnen wir. Geiler Strandabschnitt mit eigenen Hängematten. Da schauen wir, ob wir uns jetzt eine Weile hinplacken können. Dumaluan Beach. Ich frage mal gerade nach. Ein Kollege. Mit Geld ist alles machbar. Okay, okay. Thank you, amigo. So ist geklärt. Wir zahlen jetzt, ich glaube, jeder 12 Euro. Ja, aber davon dürfen wir 9 Euro haben wir sozusagen inklusive, wo man dann was trinken oder essen können dafür. Also im Endeffekt zahlt jeder jetzt 3 Euro nur, um sich hier an den geilen Strand hinzulegen. Also das ist hier ein privates Resort. Deshalb kein öffentlicher Strand. Ja, auch richtig geiles Fleckchen gefunden. Dumaluan Beach. Überall so Hängematten. Echt geiler Strand. Mal ein 360 Grad Blick hier. Was will man mehr, Leute? Wie im Paradies. Nein, es ist das Paradies. So, das gibt jetzt für diesen Tag das letzte Experiment. Ich habe mir hier in einem Laden so eine Suppe geholt. Da war extra noch ein Schild gestanden, also Danger. Ich koche mir jetzt etwas Wasser auf. Hier ist mein Gockel. Und ja. Mal schauen, ob es wirklich so scharf ist. Ich bin ja schon einiges gewohnt.